So, wir sind jetzt bei ziemlich genau 150 Teilnehmenden. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ein paar kommen bestimmt noch mit dazu, während ich noch ein paar Takte am Anfang spreche. Willkommen zum Webinar Energiewende auf Netto Null. Was tun mit den deutschen Restemissionen? Heute stellen Ihnen gleich zwei Projekte Ihre Ergebnisse zur CO2-Entnahme aus der Atmosphäre vor. Ariadne ist das eine Projekt und erforscht in einem Lernprozess mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, wie Klimaziele erreicht werden können. CDR Terra untersucht landbasierte Verfahren, um der Atmosphäre dauerhaft CO2 zu entziehen. Beide Projekte werden durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Mein Name ist Falko Leukert, ich bin Teil der Policy Unit im Ariadne-Projekt und wir gestalten den Dialog zwischen Wissenschaft und Politik. Sie alle kennen die Emissionskurven der Klimaschutzszenarien. Aktuell befinden wir uns noch kurz vor oder am Knick. Von hier aus geht dann die Kurve steil nach unten. Allerdings bleiben ja bis zur Mitte des Jahrhunderts noch residuale Emissionen übrig. Also diejenigen Emissionen, die wir nicht vermeiden, aber durch die Kohlendioxidentnahme aus der Atmosphäre ausgleichen können. Und das muss passieren, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Das hat jüngst auch nochmal der große Report The State of CDR, also The State of Carbon Dioxide Removal gezeigt, der vergangene Woche veröffentlicht wurde. Es kommt jetzt also darauf an, Verfahren zur CO2-Entnahme weiterzuentwickeln und in die Anwendung zu bringen, damit diese bis Mitte des Jahrhunderts einen Effekt haben und die Emissionen auf Netto Null bringen können. In diesem Webinar heute schauen wir uns den Status quo an, insbesondere für Deutschland und Europa. Dazu ist heute Vormittag im Ariadne-Projekt eine Analyse erschienen, in der die Forschenden, die hier auch da sind, erstmalig für Deutschland die Vermeidung von Emissionen bis 2045 mit der Verfügbarkeit von CO2-Entnahmeoptionen in Deutschland abgeglichen haben. Und da werden wir eben sehen, was dann unterm Strich voraussichtlich bei rauskommt. Und die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie stellen Ihnen gleich Dr. Jessica Sträfler und Anne Meerfort vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung vor. Herzlich willkommen. Anschließend wird dann Professor Dr. Julia Pongratz diese Entwicklung und Potenziale global einordnen und vor allem weitere Forschungsbedarfe skizzieren. Schön, dass Sie da sind. Und ganz besonders freuen wir uns, dass Christian Holzleitner von der Europäischen Kommission heute bei uns ist, beziehungsweise zu uns stoßen wird. Er wird erläutern, welche Schritte die Kommission setzen wird, um Carbon Removals in Europa voranzubringen. Jetzt noch ganz kurz was zum Housekeeping, bevor es inhaltlich losgeht. Wir zeichnen dieses Webinar auf. Das wurde Ihnen vielleicht auch schon beim Betreten des Webinarraumes angezeigt. Wir werden diesen Mitschnitt dann auch online stellen. Das heißt, wenn Ihre Kolleginnen oder Kollegen heute nicht dabei sein können oder Sie nochmal die ein oder andere Aussage nachhören wollen, können Sie das dann im Nachgang tun. Für Fragen nach den Präsentationen und nach der Vorstellung der Studie nutzen Sie bitte den Chat. Oder aber nutzen Sie die Handheben-Funktion, wenn wir nachher durch sind, dann können wir auch sehen, wer eine Frage stellen will oder einen Kommentar abgeben möchte und wir können Sie dann dementsprechend freischalten. Jetzt starten wir mit Dr. Jessica Sträfler und Anne Meerfort. Ich stelle die beiden kurz vor. Jessica Sträfler ist Senior Scientist am PIC, am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und leitet das Carbon Management Team in der Gruppe Energiesysteme. Sie arbeitet in mehreren Forschungsprojekten zu Carbon Dioxide Removal, also CDR, so auch im Ariadne-Projekt. Anne Meerfort ist Doktorandin in der Gruppe Energiesysteme am PIC. Ihr Fokus liegt auf Kohlenstoffmanagement und der Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre, vor allem im deutschen und europäischen Kontext. Sie merken schon, es gibt hier jetzt wahrscheinlich kaum besseres Personal, das genau diese Frage, die ich vorhin aufgeworfen habe, wie passen die Potenziale zur CO2-Entnahme und die CO2-Reduktionsmöglichkeiten aufeinander, wie passt das zusammen und was kommt dabei raus? Wir sind sehr gespannt auf Ihren Input. Ja, vielen Dank, Falko. Und auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen zu unserem Webinar zu dem Thema Energiewende auf Netto Null, passen Angebot und Nachfrage nach CO2-Entnahme aus der Atmosphäre zusammen. Und bevor wir hier direkt reinspringen, würde ich einmal kurz starten mit den Begrifflichkeiten, damit wir auch alle von den gleichen Dingen sprechen. Da ist zum einen CCS, also Carbon Capture and Storage. Das ist die Abscheidung und geologische Speicherung von CO2. Dabei ist es egal, wo das CO2 herkommt. Es kann aus einer fossilen Quelle kommen, es kann auch aus der Atmosphäre kommen. Wichtig ist hier die geologische Speicherung.
Wenn das CO2 nicht geologisch gespeichert wird, sondern wiederverwertet wird, dann spricht man von CCU, Carbon Capture and Usage. Je nachdem, wie das wiederverwertet wird, kann es auch eine Speicherung sein in einem langlebigen Material. Häufig sind es aber zum Beispiel synthetische Kraftstoffe, wo das CO2 dann nach der Wiederverwertung wieder frei wird. Wir konzentrieren uns hier auf die CO2-Entnahme. Das ist die langfristige Entnahme und Speicherung von CO2 aus der Atmosphäre. Das heißt, im Gegensatz zu CCS ist hier die Quelle entscheidend. Es muss nämlich aus der Atmosphäre kommen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu speichern. Das kann in der Biosphäre sein, es kann auch geologisch sein. Häufig, Falco hat das jetzt gerade schon gesagt, wird es auch Carbon Dioxide Removal genannt, auf Englisch CDR. Oder ein anderes Synonym ist negative Emissionen. Ich werde hier immer von CO2-Entnahme sprechen, denn negative Emissionen werden häufig verwechselt mit den netto-negativen Emissionen. Wenn wir Emissionsneutralität erreicht haben, dann gleichen die CO2-Entnahmen aus der Atmosphäre gerade die verbleibenden Restemissionen aus. Und wenn die CO2-Entnahmen größer sind, dann sprechen wir von netto-negativen Emissionen. Das heißt, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre sinkt und die globale Mitteltemperatur auch. Hier für diesen Vortrag sind vor allem wichtig CCS, also die biologische Speicherung, und die CO2-Entnahme. So, damit wollen wir gleich mal in die Ergebnisse springen. Ich würde kurz beginnen mit Ergebnissen aus dem Ariadne-Report Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045. Wir wissen, dass die Klimaschutzziele für 2030 und 2045 sehr herausfordernd sind. Und der Ariadne-Report hat uns gezeigt, wie die erreicht werden können, auch wenn die massive Investitionen und zusätzlicher politischer Maßnahmen und Infrastrukturaufbau in allen Sektoren bedürfen. Der Report hat uns gezeigt, das ist sehr ambitioniert, aber es ist machbar, und er hat uns auch gezeigt, wie wir dahin kommen und wie wir die energiebedingten Emissionen durch die Energiewende vermeiden können. Und in der vorliegenden Studie wollen wir jetzt genau darauf aufsetzen. Wir nehmen also das als gegeben hin, auch wenn das sehr, sehr ambitioniert schon ist, und gucken jetzt, wenn wir die energiebedingten Emissionen vermieden haben, wie gehen wir dann noch die letzten Meter wirklich zur Emissionsneutralität. Wenn wir uns anschauen, wo wir aktuell stehen mit den Emissionen, das sehen Sie hier auf der linken Seite. Das sind die Emissionen in 2020 in Deutschland. Und Sie sehen hier dieser große braune, dunkelbraune Anteil. Das sind die energiebedingten Emissionen. Wenn wir es jetzt schaffen, die CO2-Emissionen aus der Energie- und Abfallwirtschaft vollständig zu vermeiden und zusätzlich auch noch Effizienzgewinne in der Industrie zu realisieren, dann kommen wir hier zu der rechten Seite. Dann können wir nämlich unsere Netto-Treibhausgasemissionen von 717 auf 127 Megatonnen CO2-Äquivalente senken. Und Sie sehen, dass da noch drei Hauptemissionsquellen verbleiben. Das ist die Landwirtschaft, die Landnutzung und Industrieprozesse. Und wir haben jetzt in der vorliegenden Studie in sich konsistente Szenarien entwickelt, in denen wir analysiert haben, mit welchen zusätzlichen Optionen die Emissionen dieser verbleibenden Quellen reduziert werden können und dann aber auch, welchen Einfluss diese Optionen auf die Entnahmeoptionen haben. Also das ist der wichtige Teil der Studie, dass es wirklich konsistent ist und wir Entnahme und Vermeidung nicht getrennt, sondern gemeinsam betrachten. Die drei Zusatzoptionen, die wir uns hier anschauen, sind auf Seiten der landwirtschaftlichen Emissionen eine Umstellung der Ernährung gemäß der Eat-Lancet-Kommission. Das bedeutet, die Nachfrage nach tierischen Produkten sinkt um 66% und damit sinken auch die Tierbestände. Das reduziert die Emissionen um 20 Megatonnen und es wird auch zusätzliche Landfläche frei, weil zum Beispiel weniger Futtermittel angebaut werden. Eine zweite Option ist die Verfügbarkeit von CCS. Damit können zumindest die Prozessemissionen von großen Quellen, zum Beispiel in der Zementindustrie, vermieden werden. Das reduziert die Emissionen um weitere 10 Megatonnen. Und drittens schauen wir uns auf Seiten der Landnutzung an, wie die Wiederverlassung von Mooren die Emissionen aus trockengelegten Moorböden senkt. Das ist also der größte Anteil hier, da sinken die Emissionen um 35 Megatonnen. Allerdings werden die trockengelegten Moore derzeit landwirtschaftlich genutzt. Und wenn diese Moore wieder vernässt werden, dann wird natürlich zusätzliche Landfläche gebraucht für die Landwirtschaft, die gerade jetzt auf diesen trockengelegten Mooren ist. Das heißt, wir brauchen zusätzliche Landfläche. Sie sehen schon diese drei zusätzlichen Optionen. Die Annahmen sind alle sehr, sehr ambitioniert. Bei der Wiedervernässung der Moore gehen wir davon aus, dass das gesamte technische Minderungspotenzial genutzt wird. Also das ist wirklich die obere Grenze.
Auch die Umstellung der Ernährung ist jetzt keinesfalls ein Selbstläufer. Dass alle Menschen in Deutschland ihre Ernährung so umstellen, das kann also auch als obere Grenze betrachtet werden. Und das beruht ja auch auf individuellen Entscheidungen und kann nicht einfach so passieren. Also das, auch das ist eine obere Grenze. Das heißt, zusätzlich zu den sowieso schon ambitionierten Annahmen aus der Energiewende kommen jetzt nochmal sehr ambitionierte Annahmen bei den Zusatzoptionen hinzu. Also das sind alles zu betrachten als obere Grenzen. Das wollte ich hier nochmal betonen. So, und jetzt kommen wir nochmal dann zu den Restemissionen, wie sie dann aussehen. Das haben wir eben schon gesehen. 2020 sind wir also netto bei 717, brutto bei 780 Megatonnen. Wenn wir jetzt, wie das im Ariadne-Report skizziert wird, es schaffen würden, die CO2-Emissionen aus der Energie- und Abfallwirtschaft vollständig zu vermeiden, dann kommen wir auf die genannten 127 Megatonnen. Und wenn wir dann noch diese zusätzlichen Optionen alle umsetzen würden, dann könnten wir diese Restemissionen nochmal halbieren auf 62 Megatonnen. Das ist also die Bandbreite, in der wir uns bewegen. Das deckt sich auch ungefähr mit bisherigen Studien. Das Besondere hier ist eben, wie gesagt, diese gemeinsame Betrachtung von Emissionsminderung und CO2-Optionen. Da gibt es Wechselwirkungen, die wir hier betrachten. Wichtig ist zum Beispiel die CCS-Verfügbarkeit. Wenn wir CCS haben, dann senkt uns das auf der einen Seite die Emissionen aus den Industrieprozessen. Auf der Entnahmeseite haben wir dann aber auch Optionen wie BECCS, also Bioenergie mit CCS und Direct Air Capture mit CCS zur Verfügung. Also wir haben weniger Restemissionen und höheres Entnahmepotenzial. Eine zweite wichtige Stellschraube ist die Landfläche. Da haben wir eben auch schon gesehen, die Wiedervernässung der Moore und die Ernährungsumstellung beeinflussen die Landflächen, die wir zur Verfügung haben, beide in verschiedene Richtungen. Und das beeinflusst dann wiederum die Menge an Biomasse, die wir zur Verfügung haben und auch die Fläche, die wir zum Beispiel für Aufforstung zur Verfügung hätten. Und unter Berücksichtigung dieser Vermeidungsoptionen und der Wechselwirkungen haben wir dann die zur Verfügung stehenden CO2-Entnahmepotenziale analysiert, die Ihnen jetzt meine Kollegin Anna Merkel vorstellen wird. Ja, ein herzliches Willkommen in die Runde auch von meiner Seite. Ich würde direkt weitermachen und die eben beschriebenen Vermeidungsoptionen und die Restemissionen jetzt kontrastieren mit den Maßnahmen, die wir uns angeschaut haben, das durch CO2-Entnahme auszugleichen. Es wird grundsätzlich bei uns in zwei Kategorien geteilt. Die erste Kategorie sind diese Maßnahmen, die maßgeblich von den eben identifizierten limitierenden Faktoren abhängen. Das heißt, die sind davon entscheidend, das Potenzial hängt davon ab, ob CCS zur Verfügung steht, wie viel Biomasse angebaut werden kann und welche Landflächen zur Verfügung gestellt werden, frei werden oder aus der Wirtschaftung genommen werden müssen. Und dann gibt es noch Optionen, die nicht maßgeblich davon abhängen. Die kommen dann auf der nächsten Folie. Das erkläre ich dann, wenn es weit ist. Und die erste Maßnahme, die wir betrachtet haben, ist Bioenergie mit CO2-Abscheidung und Speicherung, also kurz BECCS. Wie der Name schon vermuten lässt, hängt das natürlich davon ab, dass wir eine CCS-Infrastruktur aufgebaut haben und die geologische Speicherung grundsätzlich zur Verfügung steht. Und zusätzlich hängt das auch davon ab, wie viel Biomasse überhaupt für den Prozess verwendet werden könnte. Und jetzt sehen wir in unseren Szenarien einen Beitrag zwischen 0, wenn das eben nicht gegeben ist, und 24 Megatonnen CO2, die im Jahr 2045 potenziell abgeschieden werden könnten pro Jahr. Um zur Permanenz und Reversibilität kann gesagt werden, dass es sich hier um eine geologische Speicherung handelt. Das heißt, die sind auch Tausende von Jahren, also die Permanenz, man geht davon aus, dass das so Tausende von Jahren sicher gespeichert wird, mit nur einem sehr geringen Risiko der Wiederfreisetzung, wenn CCS gut gemacht wird. Die nächste Option ist die direkte Abscheidung aus der Umgebungsluft, Direct Air Carbon Capture and Storage. Auch hier steckt schon im Namen, dass das von der CCS-Verfügbarkeit abhängt. Es gibt noch eine weitere Abhängigkeit, nämlich hat das auch einen sehr hohen Energiebedarf. Der kommt jetzt eigentlich auch noch oben drauf. Also auch das kann nicht beliebig hochskaliert werden. Aber in unsere Betrachtung der Wechselwirkungen fließt der Energiebedarf hier jetzt nicht mit ein. Zum Beitrag in unseren Szenarien sehen wir 0, wenn eben kein CCS zur Verfügung steht, oder bis zu 16 Megatonnen CO2 pro Jahr. Und auch hier ist es eine geologische Speicherung. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Permanenz und eine geringe Reversibilität. Als nächstes wird die Pflanzenkohle untersucht. Ja, da geht man davon aus, also als Rohstoff wird Biomasse verwendet und im Pyrolyseprozess in Kohle umgewandelt, die dann über mittelfristig lange Zeiten stabil bleibt und zum Beispiel auf Ackerböden aufgebracht werden kann. Je nachdem, wie viel Biomasse und indirekt natürlich Landflächen zur Biomasseproduktion zur Verfügung stehen, sehen wir in den Szenarien 0 bis 25 Megatonnen CO2 pro Jahr. Und zur Permanenz und Reversibilität habe ich schon gesagt, dass das nur mittelfristig gebunden ist.
Die Kohle ist zwar stabil, aber man geht davon aus, dass das eine Halbwertszeit von Jahrhunderten hat. Das heißt also, über einen längeren Zeitraum zersetzt sich das Material und gelangt als CO2 wieder in die Atmosphäre. Und da es auch oberirdisch gelagert ist, ist das natürlich Witterungsbedingungen ausgesetzt. Und es besteht ein höheres, also ein moderates Risiko der Wiederfreisetzung durch zum Beispiel extreme Wetterereignisse oder sehr saure Böden. Die letzte Option, die wir uns angeschaut haben, die über die Szenarien mit den limitierenden Faktoren variiert, ist die Aufforstung. Das hängt natürlich massiv davon ab, welche Landflächen dafür zur Verfügung gestellt werden, Aufforstung oder Wiederaufforstung. Wir sehen hier Beiträge von 0 bis 10 Megatonnen CO2 pro Jahr. Und zur Permanenz und Reversibilität ist zu sagen, dass das hier nur biogen gebunden ist. Das heißt, es gibt ein hohes Risiko der Wiederfreisetzung, zum Beispiel durch Klimaschäden oder Schädlingsbefall. Und auch, dass das natürlich massiv vom Management abhängt. Also wenn einmal ein Wald gepflanzt wird und das CO2 aus der Atmosphäre in der oberirdischen Biomasse gebunden ist, dann ist man auch verpflichtet, diesen Wald stehen zu lassen. Wird das dann wieder umgewandelt in Ackerfläche oder andere Landnutzungsmaßnahmen, dann geht der gebundene Kohlenstoff sofort wieder verloren. So, und jetzt einmal noch schnell zu den Optionen mit konstantem Potenzial. Das heißt, das sind schon sehr ambitionierte Annahmen, die wir hier treffen, aber da sie nicht signifikant von diesen limitierenden Faktoren abhängen, sind sie in allen Szenarien gleich. Also liefern in allen Szenarien, die wir jetzt am Ende zeigen werden, einen konstanten und ambitionierten Beitrag. Eine der Optionen, die jetzt hier untersucht wird, ist die beschleunigte Verwitterung. Das heißt, also die Verwitterung ist ein natürlicher Prozess, wo aus atmosphärischem CO2 mit Wasser die Gesteinsoberfläche zum Beispiel von Basalt verwittert und dabei CO2 aus der Atmosphäre aufnimmt. Dieser Prozess kann beschleunigt werden, wenn das Material klein gemahlen wird und auf die Felder aufgebracht wird. Deswegen sagen wir hier als Annahme, wir wenden diese Technologie auf 30% der Ackerflächen an und können damit ein Potenzial von 9 Megatonnen CO2 pro Jahr erreichen. Und auch hier ist das sehr lang gebunden. Also die Permanenz sind auch im geologischen Zeitskalen mit einem sehr geringen Risiko der Wiederfreisetzung, dass es eine chemische Bindung ist, die das CO2 dort eingeht, die nicht leicht zu lösen ist. Dann gibt es die bestehende Waldsenke. Das heißt, im Moment ist in Deutschland die Waldstruktur sehr jung. Das heißt, es wächst mehr Biomasse pro Jahr nach, als abstirbt und verrottet. Das heißt, wir haben einen Nettofluss aus der Atmosphäre in die Biomasse des bestehenden Waldes. Und hier als Annahme haben wir getroffen, dass es 35 Megatonnen im Jahr 2045 sein könnten. Aber auch hier ist das biogen gebunden. Das heißt, es hängt vom Management ab und ist natürlich den Umweltrisiken einer Wiederfreisetzung ausgesetzt. Eine weitere Maßnahme sind Agroforstsysteme. Auf Ackerflächen könnten zum Beispiel Baumreihen gepflanzt werden oder Heckenreihen, die dann CO2 aus der Atmosphäre in oberirdischer Biomasse binden. Zusätzlich dazu wird auch der Bodenkohlenstoffgehalt angehoben. Und das haben wir auch auf 30% der deutschen Ackerflächen angenommen, was dann zu sehr hohen Potenzialen führt, zwischen 12 und 42 Megatonnen CO2 pro Jahr. Da entsteht eine sehr große Spannbreite, weil man das jetzt wirklich nicht einfach so sagen kann. Jedes Agroforstsystem ist natürlich sehr unterschiedlich. Das hängt von der gewählten Baumdichte, von der Spezies ab. Werden Hecken oder Bäume gepflanzt? Und auch die Gegebenheiten auf dem Acker vor Ort müssen natürlich dabei berücksichtigt werden. Deswegen geben wir hier eine sehr große Spanne dafür an. Und auch hier ist das nur biogen gebundenes CO2. Und eine letzte Option möchte ich Ihnen noch vorstellen. Das ist die Bodenkohlenstoffanreicherung. Das ist so ein bisschen das, was ich schon im Agroforstsystem erklärt habe. Wenn der Biomasseeintrag in den Boden größer ist als das, was über das Jahr verteilt entweicht, dann kann man einen Nettofluss aus der Atmosphäre in die Böden erreichen, zum Beispiel durch Dauerkulturen oder Bodendecker, veränderte Managementpraktiken. Und auch das haben wir jetzt angenommen, dass das auf 30% der deutschen Ackerflächen passieren könnte. Und dann liefert das ein moderates Potenzial von 1 bis 2 Megatonnen CO2 pro Jahr. Auch von biogen gebundenem CO2. Das ist auch davon abhängig, dass diese Managementpraktiken dann weiter bestehen. Gerade bei den letzten beiden Optionen möchten wir hier noch einmal herausstellen, dass es sehr starke Co-Benefits gibt mit anderen Aspekten, wie zum Beispiel dem Biodiversitätsschutz. Also auch wenn das Potenzial nicht so groß ist, sollte das auf jeden Fall berücksichtigt werden.
Und warum wir jetzt hier, also jetzt sieht man zum Beispiel bei beschleunigter Verwitterung, Agroforstsystem und Bodenkohlenstoffanreicherung, dass wir das jeweils auf 30% der Ackerfläche machen, das hat den Hintergrund, dass wir versuchen, hier konsistente, aufaddierbare Potenziale auszurechnen, damit nicht eine Fläche für verschiedene Bereiche mehrfach genutzt werden kann, was auch noch später möglich ist. Manches könnte sogar kombiniert werden. So, jetzt habe ich Sie mitgenommen durch alle unsere Optionen. Jetzt wollen wir natürlich sehen, was machen wir damit mit dem ganzen Wissen. Jetzt ist eine zentrale Abbildung in unserem Report, stellt jetzt die Restemissionen, über die meine Kollegin schon gesprochen hat, mit den CO2-Entnahmeoptionen, die wir zur Verfügung haben, gegenüber. Und ich führe Sie einmal ganz kurz durch, wie man diesen Graph hier liest. Wir haben hier in schwarz den großen Balken der Restemissionen und dann auf der anderen Seite dem gegenüber die CO2-Entnahmeoptionen, aufgeteilt, je nachdem, wie der Kohlenstoff gebunden ist. Dann haben wir hier in hellblau die reversibel gebundenen Optionen, wie zum Beispiel im Wald, im Agroforstsystem und im Bodenkohlenstoff. Hier einmal noch, hier diese größere Spanne aufgrund der Unterschiede in den Agroforstsystemen. Dann mittelfristig gebundener Kohlenstoff in Form von Pflanzenkohle und dann das langfristig gebundene CO2 durch BECCS, DACCS und die beschleunigte Verwitterung. So, und was machen wir jetzt damit? Was sagen jetzt unsere verschiedenen Szenarien? Wir haben jetzt hier immer die Bandbreite aller Szenarien. Und als erstes müssen wir feststellen, dass im Default-Szenario, also wenn wir keine Zusatzoption an der Vermeidung zusätzlich berücksichtigen oder nur die Moore wieder vernässen, dann reicht das innerdeutsche CO2-Entnahmepotenzial nicht aus, um die Restemissionen auszugleichen. Es gibt die zwei Szenarien hier, Ernährung und CCS. Also ich meine, es gibt keinen oder nur einen leichten Überschuss am CO2-Entnahmepotenzial. Das heißt, das könnte prinzipiell funktionieren. Das ist aber auf Kante genäht, um das jetzt mal so salopp zu sagen, und würde bedeuten, dass all unsere ambitionierten Annahmen, die wir hier hereingesteckt haben, auch wirklich vollumfänglich greifen und realisiert werden können. Und wo ich jetzt gerne darauf verweisen möchte, ist, dass nur im Szenario alle Optionen wir wirklich einen deutlichen Überschuss am CO2-Entnahmeangebot sehen. Und zusätzlich können wir auch sehen, dass das Potenzial aus Optionen mit langfristiger und mittelfristiger Bindung in Höhe der Restemissionen liegt. So, das bringt mich von direkt zur Zusammenfassung. Also unsere Studie untersucht die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Maßnahmen zur Emissionsminderung und zur CO2-Entnahme. Und dabei identifizieren wir die limitierenden Faktoren CCS, Landfläche und Biomasse. Also man kann das nicht getrennt voneinander betrachten, einfach weil diese Wechselwirkungen so stark sind und so viel Einfluss auf die jeweiligen Potenziale haben. Die meisten Annahmen sind sehr ambitioniert. Nur das Szenario mit allen Optionen, sowohl bei der Vermeidung von Emissionen als auch bei der CO2-Entnahme, lässt plausibel genügend Spielraum, damit Deutschland in 2045 tatsächlich Emissionsneutralität erreicht. Und Reversibilität und Permanenz sollten in die Bewertung eines geeigneten Portfolios an CO2-Entnahmeoptionen einfließen. So, jetzt habe ich Sie sehr lange mit Fakten bombardiert. Jetzt werde ich die Take-Home-Messages noch einmal kurz im Wrap-Up. Zusätzlich zur bereits sehr herausfordernden Energiewende werden weitere Vermeidungsoptionen benötigt, um die Abhängigkeit von CO2-Entnahmen zu reduzieren. So all hands on deck. Wir müssen wirklich schauen, so weit wie möglich runterzukommen, weil die Entnahmepotenziale begrenzt sind. Alle CO2-Entnahmeoptionen müssen zeitnah erforscht und entwickelt werden, um genügend Potenzial in Deutschland auch zu realisieren. Also auch auf der anderen Seite, auf der CO2-Entnahmeseite, all hands on deck. Ein umfassender Bewertungsrahmen ist nötig, um gesellschaftlich akzeptierte CO2-Entnahmeportfolios zusammenzustellen. Da sind wir jetzt hier in der kurzen Zeit nicht weiter drauf eingegangen, aber das sind natürlich enorme Herausforderungen, die da auch dahinter stehen, das so hoch zu skalieren. Und CCS ist eine wichtige Option. Die Kapazitäten sind jedoch bei schneller Hochskalierung begrenzt und werden vollständig für Prozessemissionen und CO2-Entnahme benötigt. Also wir sehen absolut keinen Spielraum für fossiles CCS. So, und ich glaube, damit habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte, und würde dir das Wort wieder überreichen, Falko. Herzlichen Dank, Anne und Jessica. Vielen Dank. Das ist ein toller Rundumschlag gewesen. Die Take-Home-Messages, finde ich, lesen sich sehr gut. Das hilft, finde ich, auch nochmal sehr, das kondensiert so mitnehmen zu können. Und wer da tiefer ins Detail gehen will, wir haben den Link zur Studie vorhin schon im Chat gepostet. Im Chat bewegt sich übrigens gerade auch eine Nebendiskussion zu einer Detailfrage. Vielen Dank an Jessica, dass du da schon direkt reagiert hast. Ansonsten gerne auch einfach Ihre Fragen in den Chat schreiben und wir nehmen die nachher dann nach den Inputs dann mit in die Diskussion.
Also besten Dank, Anne und Jessica nochmal. Ich gebe jetzt direkt das Mikro weiter an Julia Pongratz. Julia Pongratz hat den Lehrstuhl für physische Geografie und Landnutzungssysteme an der Ludwig-Maximilians-Universität München inne und ist Direktorin des dortigen Departments für Geografie. Sie ist Leiterin und Sprecherin des Forschungsprojekts CDR Terra, welches die realistischen Potenziale von landbasierten CO2-Entnahmemethoden und Methoden untersucht. Jetzt sind wir gespannt, wie ist die globale Einordnung und welche weiteren Forschungsbedarfe bestehen? Vielen Dank, Falko. Ich bette das Ganze ein in Anknüpfung an das, was wir gerade aus Ariadne gesehen haben. In meiner Sicht ist der Ariadne-Report ein Meilenstein insoweit, als wir jetzt wirklich auch geschaut haben, wie die Wechselbeziehungen zwischen Vermeidungsoptionen und CO2-Entnahmepotenzialen sich darstellen, um die Handlungsspielräume in Deutschland zu erfassen. Und sehr schön ist eben, dass wir diesen neutralen Vergleich haben. Hier ist der Bedarf, da ist die Nachfrage, passt das zusammen? Und die Schlussfolgerung, die Jessica und Anne uns gerade gebracht haben, ist ja sehr frappierend. Ganz wichtige Fragen werden darin auch angeschnitten. Also diese Fragen, was sind denn die Restemissionen in Deutschland? Inwieweit ist es gewünscht oder machbar, Ernährung umzustellen, Landwirtschaft umzustellen bezüglich Moorvermessung und so weiter? Also das sind große Herausforderungen, Fragestellungen normativer Art, mit denen wir uns in Deutschland und anderswo beschäftigen müssen. Klar ist auch, dass die Restemissionen den Ausstieg aus fossilen Energieträgern nicht verzögern dürfen. Prozesse, die derzeit als Restemissionen angesehen werden, die dürfen auch keinen Freifahrtschein bekommen. Also die Anreizstruktur, dass wir weiter die Restemissionen herunterfahren, die muss immer bestehen bleiben. Aber wir brauchen dann natürlich für die Restemissionen diesen Ausgleich durch die negativen Emissionen, durch Carbon Dioxide Removal, CDR, wie es ja hier auch analysiert wurde. Das ist also auch ganz klar, für die Erreichung der Paris-Ziele müssen wir auf Netto-Null und Netto-negative Emissionen kommen, also kommen wir da nicht drum herum. Der Ariadne-Report führt auch vor Augen, wie massiv der Handlungsbedarf ist. Nur alle Optionen ermöglichen den Spielraum, um gegen die Risiken höherer Restemissionen oder kleinerer Entnahmepotenziale uns abzusichern, falls die teilweise sehr, sehr optimistischen oder ambitionierten Annahmen nicht eintreffen. Und sehr schön finde ich auch diese Zusammenstellung, wie Restemissionsreduktion und CDR-Menge interagieren. Über die Flächen, über haben wir CCS oder nicht, bestehen da also deutliche Wechselwirkungen. Und das wird nicht sehr oft leider angegangen. Das ist hier eben gut dargestellt. Ariadne hat viele CDR-Maßnahmen untersucht auf Land. Das ist das, was in Deutschland auch derzeit ja praktiziert wird. Und schlussfolgert, Anne hat es auch auf der letzten Folie für den Take-Home-Messages gezeigt, dass wir einen umfassenden Bewertungsrahmen benötigen. Und das ist auch eines der Ziele von CDR Terra. CDR Terra ist auch vom BMBF gefördert für 3 Jahre, umfasst über 100 Forschende in allen Disziplinen, die sich mit CO2-Entnahme beschäftigen. Und CDR Terra bringt die Maßnahmen zur CO2-Entnahme zusammen, die in Ariadne genannt waren, also Bioenergie mit CCS, Pflanzenkohle, Wiederaufforstung, beschleunigte Verwitterung, Forstwirtschaft und Produktnutzung, Agroforstwirtschaft, Bodenkohlenstoffspeicherung, Direct Air Capture mit CCS. Auch die Synergien werden darin erforscht, die durchaus bestehen, wenn man verschiedene Methoden gleichzeitig anwendet. Und mit einer Partnerförderlinie CDR Mare kommen sogar noch die marinen Methoden mit ins Spiel, aber auch neue Methoden, die derzeit noch keine große Rolle spielen, wie Konstruktionsmaterial, genauerer Blick in die verschiedenen Biomassepfade und andere forstwirtschaftliche Maßnahmen. Also es ist ganz methodenoffen und die ganze Brandbreite an Methoden dargestellt, weil das eben jetzt auch noch nötig ist. Wir brauchen also eine umfassende Bewertung jetzt erstmal, wie groß denn die Potenziale von diesen Methoden überhaupt sind in Deutschland und in der Welt, was ihre Nebeneffekte sind auf die Ökologie, auf das Erdsystem mit allen Rückkopplungen, aber auch auf Gesellschaft. Und wir müssen uns da eben auch diese Fragen stellen, was ist denn überhaupt machbar? Was ist denn ökonomisch machbar, politisch machbar? Was ist sozial machbar? Aber auch die Fragen, was ist denn wünschenswert? Und das bedeutet also wirklich, dass diese Bewertung kein einfacher Zug ist, weil das eben da alles mit integriert werden muss. Auch die Zeitskalen muss man dabei betrachten. Im Ariadne-Report wurden ja auch kurz-, mittel- und langfristige Zeitskalen angesprochen. So eine Bewertung muss kontextspezifisch stattfinden, zu verschiedenen Zeitperioden. Wir haben unterschiedliche
Ziele und Notwendigkeiten 2030, 2050 oder später im Jahrhundert. Und auch unter verschiedenen Emissionsreduktionspfaden ändert sich natürlich das Potenzial dieser CO2-Entnahmemethoden. Wir fragen uns also, wie schnell ist welche Methode einsetzbar, wie dauerhaft wird sie CO2 speichern. All das kann dann dynamisch mit einbezogen werden in diesem kontextspezifischen Bewertungsrahmen. Und nur so können sinnvolle Portfolios von Klimaschutzpfaden über die Zeit betrachtet werden. Was auch wesentlich ist, ist natürlich der Dialog mit der Öffentlichkeit, wenn es gerade in diese Fragen der Machbarkeit, der Wünschenswertigkeit geht. Auch darum muss man sich also bemühen, dass man nicht nur die besten Zahlen auf den Tisch legt, wie jetzt hier, sondern dass auch der Dialog transparent geführt wird für die Informationen, aber auch damit man eben in die Forschung zurück erfährt, was denn der Bedarf und die Einschränkungen der Akteure sind. Soweit jetzt also zu diesem Zusammenspiel von Ariadne auch und CDR Terra. Du hattest die globale Einordnung angesprochen, zu Recht. Also das ist natürlich auch etwas, man muss Schritt für Schritt gehen. Deutschland ist ambitioniert. Diese Fragen, die Zahlen sind nötig und jetzt gebraucht. Aber wo geht es global hin? Welche Herausforderungen haben wir da? Mit dem Ariadne-Report hat man ja gesehen, dass 7-15% der aktuellen Emissionen durch CO2-Entnahme kompensiert werden kann. Und das ist eine Größenordnung, die man auch global in etwa so sieht. Die Spannbreiten sind wieder sehr groß, weil die Potenzialabschätzungen unterschiedlich sind und natürlich auch dann Fragen sind, wie viel Restemissionen lassen wir denn zu? Aber trotzdem ist das eine Größenordnung, die wir auch global zu bewerkstelligen haben. Also in Größenordnung von 5-15% Restemissionen, die kompensiert werden müssen. Und wenn wir da in den Sachstandsbericht des IPCC beispielsweise schauen, die ganze Spannbreite der Szenarien betrachten, dann sieht man so, dass im Mittel irgendwo Größenordnungen liegen für BECs von 3 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr in der Mitte des Jahrhunderts und ähnlich für den Landnutzungssektor netto gesehen, während Dinge wie DACs keine Rolle in den nächsten Jahrzehnten spielen, keine wesentliche Rolle. Das sind natürlich Fragen von Skalierbarkeit, zu denen wir gleich noch kommen, die das über die Zeit natürlich anders darstellen lassen können. Auch hier ist also wesentlich, auch im globalen Kontext, dass CDR keinesfalls eine ambitionierte Emissionsreduktionsanstrengungen ersetzen kann. Die Größenordnung von den Emissionen derzeit sind 40 Milliarden Tonnen CO2. Wir hatten mit dem Global Carbon Budget, das ja im Herbst auch rauskam, zur Klimakonferenz auch gesehen, die fossilen Emissionen sind auf einem neuen Rekord hoch. Also da hilft das CDR nicht, uns von dieser Verpflichtung zu befreien, die Emissionen substanziell und sofort runterzuschrauben. Aber dennoch besteht die Hoffnung, dass wir eben mit CDR Restemissionen kompensieren können und dass wir auch neue Methoden hochskalieren, wie etwa BECs. Da ist es auch ganz maßgeblich, wenn man einen Report betrachtet, der letzte Woche rauskam, auch unter Beteiligung von CDR-Terra-Forschenden, nämlich das State of CDR-Report. Der zeigt auch die große Limitierung einmal von CDR im Vergleich zu den Emissionen, die wir derzeit haben, und dann aber auch die Lücke, die wir derzeit noch haben zwischen dem, was wir an CDR umsetzen und dem, was an CDR benötigt wird, um mit den Paris-Zielen konform zu gehen. In dem State of CDR-Report wurden also zum ersten Mal die Abschätzungen von CDR weltweit zusammengestellt, wie sie derzeit umgesetzt sind. Da findet man, dass wir ungefähr 2 Milliarden Tonnen CO2 bereits jetzt in CDR-Maßnahmen aufnehmen und wegspeichern. Das ist aber quasi ausschließlich in konventionellen landbasierten Methoden wie Aufforstung, Forstwirtschaft. Die anderen spielen da noch keine große Rolle. Man sieht auch, dass es derzeit wenig Pläne gibt von den einzelnen Ländern, dass man diese CDR-Aktivitäten groß hochskaliert. Das zeigt also, welcher Handlungsbedarf da ist. Sicherlich auch Forschungsbedarf, aber natürlich auch Handlungsbedarf, damit wir von den Potenzialen, die wir derzeit haben, zu denen kommen, die wir also wirklich benötigen, um mit den Paris-Zielen konform zu gehen.
Deswegen ist diese Hochskalierung von CDR also auch eine als Priorität gesehen in diesem Report, zusätzlich natürlich nur zu der Emissionsreduktion. Ariadne hat auch darauf hingewiesen, dass man in allen Bereichen große Anstrengungen braucht und oder sich darauf verlassen muss, dass diese optimistischen Annahmen alle halten. Aber diese Verlässlichkeit von CDR, die ist natürlich unklar. Das ist methodenabhängig, hängt ab von der Art und von der Größe von CDR, das man einsetzt. Das wurde auch angesprochen von Jessica Strefler und Anne Meerfort. Und das ist auch etwas, was in CDR Terra aktuell viel Aufmerksamkeit erfährt. Also es wird viel zu der Permanenz und den Risiken der Methoden geforscht. Einmal die Frage, wie groß können denn oder wie schnell können neue Methoden hochskaliert werden, beispielsweise DAX. Das hängt dann teilweise eben auch damit zusammen, wie ist denn die soziale Akzeptanz von CCS beispielsweise in Deutschland und anderswo. Also da geschieht auch gerade viel in der Interaktion mit Gesetzgebung und anderem. Aber dann auch Risiken beispielsweise, wenn wir uns jetzt voll auf Aufforstung verlassen, aber nicht mit der Emissionsreduktion hinreichend niedrig werden, dann bleiben wir in Szenarien, die viele Extremwetterereignisse, Störungen und anderes aufzeigen und die damit Probleme bringen bezüglich der Permanenz, etwa vom Speicher draußen im Wald. Aus solchen Überlegungen heraus ergibt sich als Schlussfolgerung sicherlich eins als gute Idee. Das wurde auch genannt, wir brauchen ein Portfolio aus Maßnahmen. Wir brauchen einmal, wie das ja auch bei Ariadne klar gemacht wurde, diese Kombination von möglichst vollständiger Vermeidung von Emissionen aus Energie, Abfallwirtschaft und anderem, aber auch Ernährung, More, CCS war angesprochen, aber dann eben auch die CDR-Maßnahmen. Wir können dort nicht selektiv vorgehen derzeit. Die Potenziale addieren sich nicht auf. Und die Risiken sind zu vielfältig, als dass man auf einzelne Methoden vorschnell setzen dürfte. Das Portfolio wird sich auch, so viel ist auch jetzt schon klar, dynamisch über die Zeit natürlich anpassen an unsere Bedürfnisse, aber auch an dem, was die verschiedenen CDR-Methoden werden leisten können. Also insofern, alle Maßnahmen müssen derzeit noch erforscht werden und in Demonstrationsprojekten möglich gemacht werden, wo das noch nicht möglich ist. Es müssen aber nicht nur alle Methoden einbezogen werden, sondern eben auch alle Dimensionen. Ich hatte es vorher kurz angesprochen, dass es nichts hilft, hypothetische Potenziale für CO2-Entnahme abzuschätzen, sondern wir müssen uns wirklich fragen, was ist denn insgesamt aus allen Perspektiven her machbar? Im Ariadne-Bericht wurde auch ganz schön auf verschiedene Prämissen eingegangen. Was ist denn, wenn wir dem Biomasseanbau Priorität geben? Oder was passiert denn bezüglich der Zahlen, wenn der Naturschutz Priorität bekommt? Und das ist also etwas, was auch ganz zentral ist, wo diese verschiedenen Perspektiven und Dimensionen mit hineinkommen. Wir haben viele Zielkonflikte mit Nachhaltigkeitszielen, mit dem, was gewünscht ist. Wir brauchen deswegen eine aufmerksame Abwägung, um diese umfassende Bewertung über die Aspekte hinweg zu gestalten. Trotzdem sollten wir aber auch berücksichtigen, dass es durchaus Synergien geben kann. Also es gibt Zielkonflikte, die müssen berücksichtigt werden, aber man könnte vielleicht auch das Potenzial erhöhen von diesen CO2-Maßnahmen, auch von Emissionsreduktion, wenn man mehr auf diese Synergien sucht und ausnutzt. Es ist klar, dass Biodiversität und CO2-Entnahme in großer Skala kollidieren können. Aber sie können sich auch gegenseitig unterstützen, wenn sie sinnvoll umgesetzt sind. Ein biodiverser Wald etwa, der aufgeforstet wird, wäre eine Win-Win-Situation für beides. Im Ariadne-Report hatte man auch gesehen, dass diese Ernährungsszenarien, die gewählt wurden, eben auch positiven Einfluss haben auf Emissionsreduktion und CDR-Potenziale. Und das waren keine Extremszenarien, das waren welche, die auch der Gesundheit förderlich sind. Also auch da sieht man diese Win-Win-Situationen, die sich ergeben können. Paludikultur war nur kurz diskutiert, aber das ist etwas, wir können Moore wieder vernässen und sie trotzdem weiter nutzen. Anders als bisher natürlich, aber es ist nicht immer sich ausschließend. Und insofern könnte man da vielleicht den Druck mit der Konkurrenz um Flächen mit der Landwirtschaft auch herausnehmen. Also da gibt es noch viel, was erforscht werden muss, gerade auch wenn man eben eine sinnvolle wissenschaftliche Basis dann für die tatsächlichen Entscheidungen liefern soll. Die Herausforderungen sind groß in Deutschland wie in der Welt bezüglich Emissionsreduktion wie bezüglich CO2-Entnahme.
Die Situation ist aber nicht aussichtslos. Wichtig ist, dass wir umfassend die Perspektiven zusammenbringen und vorsichtig agieren, Zielkonflikte minimieren, aber auch die Synergien natürlich suchen und ergreifen. Vielen Dank. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Julia Pongratz hing gerade ein wenig, aber genau, Mikro ist zu. Vielen Dank für den Beitrag. Wir sehen, es gibt noch sehr viel zu tun. Jetzt schauen wir auf die praktische, auf die Policy-Seite. Dafür ist jetzt Christian Holzleitner bei uns aus Brüssel zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Holzleitner. Er ist bei der Generaldirektion Klima der Europäischen Kommission und leitet dort das Referat für Land Economy und CO2-Entnahme. Er befindet sich also, wie gerade schon gesagt, auf der Policy-Seite unseres heutigen Themas. Schön, dass Sie da sind. Ambitionsniveau, große Anstrengung, Verlässlichkeit, das sind drei der Schlagworte, die in den Beiträgen bisher gefallen sind. Und jetzt sind wir ganz gespannt. Es gibt ja seitens der EU-Kommission einen Zertifizierungsvorschlag für CO2-Entnahme und jetzt sind wir sehr gespannt darauf, hierzu mehr zu erfahren und zu hören, welche Schritte die Kommission hier gehen will. Herr Holzleitner, Sie haben das Wort. Hallo, schönen Nachmittag, herzlichen Dank für die Einladung. Also ich glaube, die Studie liefert wirklich einen sehr guten Überblick, wo wir hin müssen bis 2045, 2050. Und sozusagen, das ist auch das, was wir hier sagen, wir brauchen alle Lösungen. Und wir müssen uns alle Lösungen ansehen. Und die sind sehr unterschiedlich und haben Vor- und Nachteile, glaube ich, wie jetzt auch sehr schön dargestellt worden ist. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir dahin? Wie fangen wir an, jetzt wirklich hier auch Politik zu machen? Wir haben einerseits den Vorschlag für die Zertifizierung von Carbon Removals gemacht, auf den ich gleich zu sprechen kommen werde. Aber vielleicht vorher auch noch, Mitgliedstaaten müssen ja dieses Jahr ihre National Energy and Climate Plans updaten. Sie müssen ein Update, einen ersten Draft davon bis Juni dieses Jahres abliefern. Und sozusagen, was wir uns auch wünschen würden, ist, wenn wir hier schon die Anfänge von Carbon Removal Strategies in jedem Mitgliedstaat sehen, und da können natürlich Studien wie Ihre die Grundlage dafür liefern. Sondern dass eben auch hier das Bewusstsein auf Mitgliedstaatenebene wächst, was kann man hier machen, was soll man hier machen. Den Beitrag, den wir jetzt liefern wollen, ist mit unserem Zertifizierungsvorschlag, wo der Fokus sehr stark auf Monitoring, Reporting, Verification ist. Also wir müssen Vor-, Nachteile, Kosten, Risiken von Carbon Removals besser verstehen und wir müssen das in der tagtäglichen Anwendung besser verstehen. Wir haben jetzt sozusagen ein Rahmenwerk vorgelegt, wie diese Zertifizierung ablaufen kann. Wir haben da jetzt vier sozusagen Qualitätskriterien festgelegt. Wir möchten eben das sehr, sehr stark betonen, dass wir vor allem ordentlich quantifizierte Carbon Removals haben möchten. Also wo wirklich jährlich festgestellt wird, okay, wie verändern sich die Removals, aber auch die Emissionen dazu, weil bei manchen gerade landwirtschaftlichen Lösungen wird es oft zuerst auch sozusagen Anstieg der Emissionen geben, bis man schließlich zum Carbon Removal kommt, sozusagen Quantification, dann Additionality. Ich glaube, jeder, der jetzt schon in Carbon Removals investieren will, sei es öffentlich, sei es seines private Investoren, möchte wirklich sozusagen wissen, okay, sind das Carbon Removals, die über den normalen Marktstandard hinausgehen, was normalerweise passiert. Dann die Frage der langfristigen Einspeicherung. Wir haben hier einen Goldstandard mit der Carbon Capture and Storage Directive, die für geologische Einspeicherung klar vorgibt, wie Monitoring und auch Haftungsfragen geregelt werden. Sozusagen für Landwirte, Forstwirte mag die Anwendung dieser gleichwertig sozusagen das CCS-Directive sicher auf 100 Jahre oder länger zu binden, was die Kohlenstoffeinspeicherung betrifft, ein Entry-Barriers, Eintrittsbarriere sein. Also sagen, hier werden wir unsere auch kurzfristige Verträge, kurzfristige Einspeicherungen
ansehen. Aber was ganz klar ist, ist, dass sobald das Monitoring aufhört und sozusagen die Haftung aufhört, wird auch das Zertifikat wertlos werden. Und dann geht es natürlich sehr stark auch um die Co-Benefits, gerade bei Carbon Farming. Und basierend auf diesen Qualitätskriterien möchten wir dann gemeinsam mit einer Expertengruppe wirklich die konkreten Methoden ausarbeiten. Und sozusagen, unser erster Fokus wird wahrscheinlich auf der dauerhaften Einspeicherung sein, also der geologischen Bioenergy mit CCS, Direct Air Capture CCS. Da können wir schon auf die Methoden zurückgreifen, die wir mit dem Innovationsfonds entwickelt haben. Da haben wir ja schon Projekte, die wir fördern, wie zum Beispiel eine Bioenergy mit CCS in Stockholm beim Fernwärmewerk, das mit Biomasse betrieben wird. Wir haben, wie ich auch schon gesagt habe, mit der CCS Directive die entsprechenden Haftungs- und Monitoring-Regeln. Das ist etwas, was wir, glaube ich, sehr rasch liefern können. Und permanente Einspeicherung hat natürlich wirklich diesen Vorteil der Permanenz. Wenn man zu Carbon Farming schaut, also Land, Forstwirtschaft, gibt es eben die Risiken mit Permanenz, mit denen wir umgehen müssen und wo wir eben auch schauen müssen, wie verteilen wir das Risiko am besten zwischen Land- und Forstwirten, Intermediären und dann diejenigen, die die Carbon Removals finanzieren. Aber natürlich ganz klar, hier haben wir, was auch vorher sehr gut herausgekommen ist, die Co-Benefits mit Biodiversität. Also auch wenn die Einspeicherung im Boden limitiert ist, sollte das doch wirklich etwas sein, was wir machen sollen, wo wir auch diese Carbon Removal Certification nutzen können, um ergebnisorientierte Finanzierung anbieten zu können und dann eben auch gleich alle Biodiversitätsaspekte hineinpacken. Und dann den dritten Aspekt, der noch nicht in der Studie ist, wie auch Arthur im Chat angemerkt hat, sind Produkte. Also die langfristige Einspeicherung, vor allem in Baumaterialien. Das ist das, was wir uns auch anschauen wollen, wo auf europäischer Ebene, gerade auch eben durch das New Bauhaus, das Kommissionspräsident von der Leyen sehr pusht, sozusagen diese Diskussion, die Holzprodukte mehr zu nutzen, aber auch die Wiederverwendung von klassischen Baumaterialien und so weiter. Also dann, dass wir eben unsere Gebäude auch wirklich zu einem Kohlenstoffspeicher umbauen. Genau, langfristig genauso interessant könnte natürlich dann auch Bioplastik sein und so weiter, wenn wir Verpackungssysteme finden, die eben wiederverwendet werden. Also sehr viel Reuse, Recycling, End-of-Life-Diskussion. Aber hier stehen wir noch sehr stark am Anfang. Alles, was mit Produkten zu tun hat. Und so dann ein Hauptpunkt dessen, was wir mit dieser Initiative wollen, ist Monitoring, Reporting, Verification. Das ist unser Hauptpunkt. Wir bekommen dann sehr viele Fragen, ja, aber was macht man jetzt mit diesen Zertifikaten? Da sind wir für den Moment sehr, sehr offen. Öffentliche, private Finanzierung, jeder, der hochqualitative Removals finanzieren soll, sollte willkommen sein. Aber natürlich wird das nicht ausreichen, um sozusagen ein Scale-up in den Removals zu machen, wie wir sie dann 2035, 2040, 2050 brauchen. Da müssen wir uns wirklich überlegen, wie können wir Removals in unsere Policy, in unsere Compliance-Tools integrieren. Und hier kommt sozusagen der erste Meilenstein schon sehr schnell. Das ist die Überlegung, wie werden Carbon Removals in unser 2040-Ziel eingerechnet werden. Wir haben ja die Verpflichtung im Climate Law, 6 Monate nach der nächsten COP, nach dem Global Stocktake, mit einem Vorschlag für die Änderung des Climate Laws zu kommen und eines 2040-Ziels. Hier wird sich zum ersten Mal anstellen, okay, wie viel Carbon Removals wollen wir wirklich für 2040? Wir haben dann in der Emissionshandelsdirektive die Verpflichtung bis 2025, 2026
einen Report zu schreiben, wie eben dauerhafte Einspeicherung, also negative Emission im Emissionshandel in Zukunft berücksichtigt werden können. Gleichzeitig haben wir auch im Review der LULUCF-Regulierung die Aufgabe, uns zu überlegen, okay, wie sollte ein LULUCF-System nach 2030 aussehen. Und hier kommen dann wirklich sozusagen dann die großen politischen Fragen, wie finanzieren wir Carbon Removals langfristig? Was wir jetzt machen, ist ein kleiner erster Schritt, wo wir uns vor allem eben auf das MRV Monitoring Reporting Verification konzentrieren wollen. Und sozusagen, das ist für mich so eine No-Regret-Option, weil das müssen wir machen, unabhängig davon, wie wir in Zukunft die Carbon Removals finanzieren wollen. Wenn wir im Landwirtschaftssektor bleiben, soll es die gemeinsame Agrarpolitik sein, sollen es die großen Nahrungsmittelkonzerne sein, die das finanzieren werden. Und da brauchen wir natürlich noch sehr viel an öffentlicher Diskussion dafür. Herzlichen Dank, Herr Holzleitner, für diesen Rundumschlag und den interessanten Einblick in das, wozu Sie gerade arbeiten. Es gibt direkt eine Rückfrage dazu von Stefanie Geib vom NABU. Wie wird im CRCF, also bei den Carbon Removals, die Doppelzählung adressiert? Wie machen Sie das? So. Natürlich, das ist eine wichtige Frage, sondern wie werden wir den Artikel 6 des Pariser Abkommens implementieren? Sozusagen daran arbeiten wir auch gemeinsam mit den Kollegen. Das ist aber eine Frage, die über Carbon Removals hinausgeht. Der ist genauso wesentlich für Carbon Credits mit Emissionsreduktion. Und die wahrscheinliche Anwendung ist dann natürlich für vielleicht Carbon Removals in Corsia und so weiter, wird man sehen. Aber sozusagen, ich glaube wahrscheinlich nicht, dass wir in Europa sehr viele Carbon Removals jemals an jemanden anderen verkaufen werden. Wir werden alle Carbon Removals für uns selber brauchen, um 2050 zu erreichen, dann was die Potenziale sind und so weiter. Also glaube ich nicht, dass sozusagen die Frage des internationalen Handels hier eine sehr, sehr wesentliche sein wird. Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr, wir hatten eigentlich eine Stunde angesetzt für dieses Webinar. Jetzt habe ich aber noch einige Fragen auch auf der Liste und möchte auch das Publikum gerne auch dazu ermuntern, die Hand zu heben und sich selbst noch mit einem Beitrag bzw. mit einer Frage dazuzuschalten. Wir hängen auf jeden Fall mal eine Viertelstunde hinten dran, für wen das möglich ist. Und wenn von unseren Diskussionsteilnehmern, von den PIC-Kollegen oder auch bei Ihnen, Herr Holzleitner, es nach hinten raus knapp wird, dann können Sie gerne den Raum leise verlassen. In Zoom knallt ja keine Tür, es bekommt fast niemand mit. Einfach das Mikro und vielleicht kurz winken und dann ist es kein Problem. Und wenn ich dann zum Schluss alleine mit allen sitze, dann glaube ich, machen wir spätestens hier zu. Also wir hängen ein bisschen was dran und wer im Publikum noch dabei sein kann, sehr gerne. Ich habe noch eine Frage zu den Landnutzungskonflikten von Felix Knopp. Inwiefern werden Landnutzungskonflikte zwischen dem Ausbau erneuerbarer Energien und der CDR-Landoption berücksichtigt? Ich denke, das geht zunächst mal an Jessica und an Anne. Ja, vielen Dank. Da haben wir tatsächlich gar keine Konflikte berücksichtigt, weil wir nicht davon ausgegangen sind, dass Windanlagen und PV-Anlagen jetzt auf landwirtschaftlichen Flächen aufgebaut werden. Oder zumindest nicht, dass sie wenn das gemacht wird, dass sie die landwirtschaftlichen Flächen dann einschränken. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, dass es da keine Konflikte gibt. Also da haben wir diesen Trade-off haben wir nicht betrachtet. Danke. Dann gibt es noch eine Frage zum Baurecht. Nico Bauer fragt, kann man über die Verwitterung von Beton aus Abreißen und Entsiegelungsmaßnahmen beschleunigen? Im Baurecht wäre ja bisher nur Entsiegelung im Sinne von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen berücksichtigt. Ich glaube, ich verstehe die Frage nicht. Also bestimmt kann man Dinge beschleunigen, aber worauf will die Frage hinaus? Dann geben wir die Frage so ins Publikum zurück. Am besten nochmal mit Hand heben und dann die Frage nochmal spezifizieren, dass es klarer wird.
Wir gehen nochmal zurück zur EU-Kommission. Ich habe eine Frage von Detlef Sprinz. Gibt es Pläne für Compliance Markets für EU-Zertifikate? Und wenn ja, ab wann soll es diese geben? Wie gesagt, das ist eine Diskussion, die kommen wird. Aufgrund unserer Berechnung und ich glaube, was auch in der Studie hier wiedergespiegelt wird, würden wir von einem massiven Scale-up von Carbon Removals 2035, 2040, 2050 ausgehen. Also dann, wir haben noch Zeit, uns zu überlegen, wie können wir Carbon Removals zum Beispiel in unseren Emissionshandel oder in andere Compliance-Instrumente integrieren. Wie ich vorher gesagt habe, haben wir da schon in dem jetzt beschlossenen Emissionshandelssystem LULUCF-Regulierung einige Aufträge vom Parlament und Rat bekommen. Wir werden bis 2026 einen Report machen, wie negative Emissionen im Emissionshandel berücksichtigt werden sollten, nach 2030 oder nach 2035. Genauso werden wir uns einen Report, eine Analyse machen, wie sollte die sozusagen Klimapolitik im Landsektor nach 2030 aussehen. Und sozusagen hier stellt sich dann eben auch die Frage, wie könnte man hier diese Zertifikate dann einsetzen, weil wo wir natürlich langfristig hinwollen, ist sozusagen, dass auch die Inventories für LULUCF und alles auf diesen Zertifikaten, also auf den MRV-Daten des einzelnen Grundstücks dann darauf beruhen. So dann, aber das sind große Diskussionen, die über die nächsten Jahre geführt werden müssen. Und wie ich eben auch gesagt habe, aber die erste große Diskussion ist, was ist unsere Ambition in Europa für Removals in 2040? Vielen Dank. Jetzt habe ich nochmal eine Frage nach einer bestimmten Entnahmetechnik, und zwar nach der Methanpyrolyse. Boris Konopka fragt nach der Rolle von Methanpyrolyse, gegebenenfalls auch in Verbindung mit fossilem Erdgas. Welches Potenzial seht ihr da? Ja, also in Verbindung mit fossilem Erdgas ist das ja keine CO2-Entnahmetechnologie. Wenn man fossiles Erdgas hätte und dann das C sozusagen den Kohlenstoff da irgendwie abschaltet und speichert, dann ist es eine Vermeidungsoption, aber wir gehen ja schon davon aus, dass es eigentlich gar keine fossilen Energien mehr gibt, weil wir auf dem Ariadne-Report aufbauen. Insgesamt kann man sagen, wir haben uns schon bemüht, möglichst viele CO2-Entnahmeoptionen mitzunehmen, also gerade auch Dinge wie Agroforstsysteme und Erhöhung des Bodenkohlenstoffs, die ganz oft in den Szenarien noch nicht berücksichtigt sind, weil sie in den Modellen noch nicht drin sind. Da haben wir jetzt also versucht, das möglichst umfassend zu machen. Das heißt trotzdem, dass es wahrscheinlich immer noch Sachen gibt, oder auch neue Dinge dazukommen können, die wir jetzt hier nicht berücksichtigt haben. Eins wäre zum Beispiel die Methanpyrolyse, wenn das aus Biogas ist oder aus synthetischem Gas. Dann könnte man sich da vorstellen, dass da noch was dazukommt. Auch langfristige Baumaterialien wurden genannt. Auch das ist eine Option, was man sich bei diesen Dingen eben überlegen muss, ist, wo kommt der Kohlenstoff her? Wenn ich das aus Biomasse mache, dann muss ich mir überlegen, wo kommt die Biomasse her? Und da gibt es ja durchaus Limitierungen. Das haben wir uns ja angeschaut und haben gesagt, wir wollen, dass die Biomasse nachhaltig produziert wird. Deswegen gehen wir nicht deutlich über die Biomassepotenziale hinaus, die jetzt schon genutzt werden. Man kann die dann natürlich anders nutzen, statt in Pflanzenkohle oder in BECCS, in langlebigen Materialien. Das ändert dann aber nichts an dem gesamten CO2-Entnahmepotenzial. Das heißt, der Kohlenstoff muss irgendwo anders herkommen, zum Beispiel aus der Atmosphäre. Und das ist eben eine Option, wenn man sagt, wir machen über Direct Air Capture, holen wir CO2 aus der Atmosphäre, machen daraus synthetisches Gas und aus diesem Gas dann Methanpyrolyse und haben dann den Kohlenstoff in fester Form. Das wäre sozusagen ein zusätzliches Potenzial, das wir hier nicht berücksichtigt haben, wäre aber wahrscheinlich einigermaßen energieintensiv. Und soweit ich weiß, ist die Methanpyrolyse jetzt auch noch nicht so weit in der Erforschung, dass man jetzt schon genau sagen kann, wie groß das Potenzial ist und wie hoch die Kosten sind. Aber trotzdem ist das natürlich was, was nicht ausgeschlossen ist. Also das ist durchaus möglich, dass da noch Dinge dazukommen. Das haben wir jetzt aber hier nicht quantifiziert. Vielen Dank. Herr Holzleiter, wollen Sie ergänzen? Ansonsten habe ich noch eine weitere Frage an Sie, und zwar Christopher Leisinger fragt, welche Instrumente hat die EU neben dem Innovation Fund im Auge, um die Finanzierung von
CDR-Option sicherzustellen? Und wie können oder sollten private Marktakteure hier eingebunden werden? Der Innovationsfonds ist für industrielle technologische Removals da, also BECCS, DACCS, vielleicht auch Anwendungen von Biochar. Und wir würden da, glaube ich, jetzt so dann auch, wenn man sich die Kosten von BECCS und vor allem von DACCS ansieht und man möchte jetzt schon in Installations gehen, die auf Industrial Scale sind, muss man eine private Public-Private Co-Financing finden. Wir haben ja jetzt gerade einen Call im Innovationsfonds draußen mit einem Volumen von 3 Milliarden, wo Abgabe Mitte März ist. Also so dann, da würden wir schon hoffen, dass es vielleicht zusätzliche Projekte zu Carbon Removals gibt. Eine weitere Entwicklung innerhalb des Innovationsfonds könnten ja dann Contracts for Difference sein. So dann, das ist ja etwas, was wir derzeit für Wasserstoff planen. Da könnte man sich andenken, dass man vielleicht in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts einen eigenen Call für Carbon Removals macht. So ein bisschen wie diese Reverse Auction, die Schweden andenken. Die dann sagen, okay, ich möchte 2 Millionen Tonnen an Removals. Wer kann mir die am günstigsten liefern? Auf der Seite von Carbon Farming gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten durch die Common Agricultural Policy. Wir haben sehr viele Projekte unter unserem Forschungsprogramm Horizon, also auch im Live-Projekt und auch die neuen Staatsbeihilferichtlinien für Land- und Forstwirtschaft haben jetzt sozusagen einen expliziten Hinweis auf Carbon Farming, weil wir sehen, dass sehr viele Mitgliedstaaten, also sozusagen Carbon und Carbon Farming, Kohlenstoffeinsprechungen in Böden, Wäldern, oft außerhalb der gemeinsamen Agrarpolitik finanzieren, wie das, glaube ich, auch in Deutschland derzeit schon passiert. Und einige nehmen auch die Einnahmen aus dem Emissionshandel dafür, was auch, glaube ich, eine sehr smarte Idee ist. Wie schätzen Sie das denn ein? Entwickelt sich auch ein globaler Wettbewerb, ein möglichst guter Standort für diese CDR-Verfahren zu sein, also gerade jetzt mit Blick auf die USA, die ja jetzt auch in einigen Bereichen vorangehen. Also sehen Sie da, dass Europa vielleicht auch eine gewisse Konkurrenz bekommt durch die Nordamerikaner? Wir haben ja durch den Innovationsfonds schon sehr viele Projekte rund um CCS, rund um den Nordsee, also einige Zementfabriken. Ich habe das Fernheitskraftwerk von Stockholm angesprochen. Und wir haben sozusagen die Einspeicherungsmöglichkeiten einerseits in Norwegen, in den Niederlanden, in der Nordsee. Dann fördern wir mit dem Innovationsfonds jetzt ein neues Einspeicherungsprojekt in Basalt, in Island. Also sozusagen, wir bauen gerade sozusagen den Markt für CO2 Capture, Transport und Storage rund um die Nordsee auf. Das ist natürlich noch immer sehr viel fossiler Kohlenstoff, aber diese Infrastruktur, die können wir ja dann genauso für nicht fossilen Kohlenstoff nutzen. Und es gibt eben auch sozusagen jetzt im Mittelmeerraum und Spanien, Italien auch schon mehr Ideen für CO2-Einspeicherung. Und ich glaube, wir sind eben gerade dabei, hier wirklich sozusagen einen Markt aufzubauen, der wirklich für Europa passt, also wirklich einen europäischen Markt, im einerseits, wo die einzelnen Unternehmen dann CO2 Capture machen können. Wir haben dann sozusagen ein Open Access Transportnetzwerk und verschiedene Einlagerungsstellen, Storage Sites. Und wenn das funktioniert, glaube ich, könnten wir da dann einen guten Wettbewerb und einen liquiden Markt für Kohlenstoff in der Zukunft bekommen. Und sozusagen, und das wird sich dann natürlich sozusagen überlagern mit CCU-Applikationen, CCUS und auch sozusagen dann je nach Art des Kohlenstoffs. Aber ich glaube, was wir da gerade sehen, ist sozusagen das Entstehen eines neuen Kohlenstoffmarkts.
Vielen Dank. Ich bleibe noch ganz kurz bei Ihnen. Ich habe nämlich noch eine Frage, die ich auch wirklich interessant finde. Der Sprinz fragt nämlich, wem gehören denn im Sinne des Eigentumsrechts, also wem gehören die Netto-Senken, zum Beispiel nach einer Netto-Aufforstung in der EU, die eben dann auch entsprechend verifiziert ist? Ich glaube, da ist ein interessanter Aspekt, was jetzt sozusagen immer mehr in Diskussion kommt, ist zum Beispiel, ich bin Forstbetrieb, ich bin ein Landwirt. Sozusagen, ich liefere meine Produkte, sozusagen meine Lebensmittel an ein großes Unternehmen, an das Nahrungsmittelkonzern. Wer möchte dann gern sagen, ja, meine Lieferkette ist klimaneutral, der muss ja seine Scope 3 Emissions Reporting machen und so weiter. Wenn ich jetzt aber gleichzeitig als Landwirt mein CO2 zum Beispiel an eine Fluggesellschaft verkaufe, man kann aber der Nahrungsmittelkonzern nicht mehr sagen, dass dass seine Wertschöpfungskette klimaneutral ist. Also sozusagen, dann macht ja sozusagen die Fluglinie diesen Claim. Also sozusagen, ich glaube, wir werden relativ schnell sozusagen eine Diskussion sehen hier, gerade, glaube ich, im Landwirtschafts-, Forstwirtschaftssektor. Sozusagen möchte man sozusagen jetzt lieber innerhalb der Wertschöpfungskette diese Removals vermarkten und diesen Claim machen. Oder wenn man es rausverkauft, kann man es eben sozusagen jetzt hier dann in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette selber nicht mehr sagen. Dazu haben wir eben einerseits unsere Corporate Sustainability Reporting Directive, die unsere Kollegen in der Generalleitung für Finanzmarkt machen und wo es derzeit einen Expertenvorschlag gibt, wie das Carbon Accounting auf Firmenebene dann exakt dargestellt werden soll. Und als Kommission arbeiten wir auch zu unserem Vorschlag für Green Claims, der im Herbst, im März rauskommen soll. Und sozusagen unsere Zertifizierungsverordnung würde dann sozusagen da hinein linken. Und wenn man entweder auf Unternehmensebene oder auch auf Produktebene einen Claim machen will, sollte man dann am besten unsere Zertifizierungsregeln anwenden. Vielen Dank, Herr Holzleitner, für diesen guten Einblick. Mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt noch 4 Minuten und ich möchte jetzt noch mal eine Frage in Richtung aller reingeben. Und zwar, dieses Jahr will die Bundesregierung ja eine Carbon-Management-Strategie erarbeiten. Der Prozess soll dieses Jahr laufen. Ich weiß nicht genau, ob er abgeschlossen sein soll dieses Jahr auch oder nicht. Aber jetzt an alle, die hier mit dabei sind. Was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Aspekt, der bei der Entwicklung einer solchen Strategie mit beachtet werden muss, aus der jeweiligen Sicht? Wer möchte starten? Ich kann mal anfangen, wenn sich hier alle drum reißen. Ich finde es schwierig, glaube ich, nur einen einzigen Aspekt zu benennen. Wir haben jetzt hier schon ja einige Dinge aufgebracht. Ich würde Herrn Holzleitner zustimmen, dass MRV, also Monitoring, Reporting, Verification, was ist, was unbedingt angegangen werden muss. Und ich würde auch zustimmen, dass das eine No-Regret-Maßnahme ist, die wir auf jeden Fall brauchen. Und die ist natürlich unerlässlich für so eine Carbon-Management-Strategie, wenn man die CO2-Entnahmen einpreisen will, dass man auch weiß, wie viel man eigentlich tatsächlich hat. Das ist ein wichtiger Aspekt. Die Governance-Sache, also wie reiht sich das an? Wie gehe ich mit Permanenz und Reversibilität um? Also mit Reversibilität, aber auch mit Permanenz. Wie reiht sich an, dass der Wald zum Beispiel auch stehen bleibt? Wie finanziere ich das Ganze? Wie viel CDA brauchen wir eigentlich? Wie schnell muss das hochskaliert werden? Research and Development, was jetzt passieren muss, das sind wichtige Dinge. Und schlussendlich werden wir ja CCS auch brauchen. Das haben wir jetzt gesehen in dem Report, dass man da jetzt nicht vorschnell darauf verzichten sollte, weil es eben sowohl für die Vermeidung als auch für die Entnahme wichtig ist. Und da müssen wir eben sehr zeitnah damit anfangen, eine Transport- und Infrastruktur für CO2 aufzubauen und auch eine Speicherstruktur. Und da hängen auch Gesetzesänderungen mit dran. Im Moment ist es ja in Deutschland gar nicht möglich, CO2 zu speichern. Und wenn wir das in Deutschland machen wollen, selbst wenn es unter der Nordsee ist und nicht an Land, müssen diese Gesetze angegangen werden, damit man überhaupt mal so weit kommt, das explorieren zu können. Also das sind alles Dinge, die jetzt schnell passieren müssen, damit wir eben anfangen können mit der Hochskalierung. Und ich kann mich da nicht wirklich entscheiden, welches der wichtigste Aspekt ist. Wir brauchen die anderen, denke ich.
Dann frage ich mal Julia Pongratz, welcher Aspekt kommt eventuell noch hinzu? Das, was Jessica genannt hat, das unterstütze ich auch alles so. Was man vielleicht noch sagen sollte, wenn es um Begriffe geht wie Carbon Management, das ist ein Sammelbegriff, in dem sehr viel subsumiert werden kann, was es vielleicht auch dann durchaus attraktiv macht, so einzusetzen. Aber man muss da eben sehr genau schauen, worüber man dann jeweils spricht. Da geht es um Prozessemissionen, die kompensiert werden müssen. Geht es jetzt konkret um CCS-Maßnahmen, die andere Beschränkungen haben als andere Carbon Dioxide Removal Methoden, kommt jetzt auch noch Überlegungen bezüglich Wasserstoff, Blau und Grün hier mit hinein. Und insofern muss man da sehr genau unterscheiden, welche Teilbereiche diese Carbon Management Strategie eben mit umfasst. Und diese unterschiedlichen Einsatzbereiche brauchen eben auch unterschiedliche Allianzen und haben natürlich auch unterschiedliche Forschungsbedarfe. Anne, eine kurze Ergänzung von dir. Genau. Mir ist aufgefallen, dass in der Debatte häufig das sehr lokal betrachtet wird. Also häufig wird gesagt, naja, dann wird die Holzernte reduziert und dann wird mehr CO2 im Wald gespeichert. Das heißt, sehr häufig auch globale Verdrängungs- und Abwanderungsprozesse von Produktionsketten mit dabei stehen. Das ist eben für eine deutsche Carbon-Management-Strategie, glaube ich, sehr wichtig, dass das mit berücksichtigt wird. Vielen Dank. Herr Holzleitner, haben Sie da auch einen Aspekt? Oder vielleicht wissen Sie auch, wie viele Carbon-Management-Strategien auf nationaler Ebene in Europa insgesamt in der Pipeline sind? Wir würden hoffen, für jeden Mitgliedstaat. Und ich glaube, das erste Wichtige ist, überhaupt den Prozess anzufangen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, eine Studie zu haben, wie sie heute präsentiert worden ist, um sozusagen das Potenzial abzuschätzen, um eben auch zu sehen, okay, was ist die Ambition, was könnte auch mal ein Aspirational Target bis 2040 sein, wie viele Pilotprojekte möchte man bis 2030 haben. Und ich glaube, der andere wichtige Aspekt ist wirklich zu verstehen, dass man eben viele verschiedene Arten an Carbon Removals braucht und die wahrscheinlich auch anders gemanagt werden. Und das ist wahrscheinlich nicht eine One-Size-Fits-All-Solution in der Finanzierung gibt. Also ich glaube, der Voluntary Carbon Market, so wie er jetzt ist, wird nicht für alle Carbon Removals geeignet sein. Es wird sehr viel an, jetzt gerade für Pilotprojekte, sehr viel an privater, öffentlicher, gemeinsamer Finanzierung sein. Und natürlich auch das anzugehen. Und wie eben auch gesagt, die große Frage der CO2-Infrastruktur, die für jede Art von CO2 wichtig ist. Und da könnte ich noch anmerken, dass wir gemeinsam mit den Kollegen in der DG Energie an einer Communication zu CCUS arbeiten, die im Herbst rauskommen soll und sozusagen so ein bisschen übergreifend sowohl fossiles CCS als auch Carbon Removals plus die Infrastruktur diskutiert, auch so ein bisschen in der Art, wie wir es auch schon in der Mitteilung zu Sustainable Carbon Cycles gemacht haben. Vielen herzlichen Dank. Es geht also um die Verfahren, es geht um den Markthochlauf, es geht um die Verifizierung und um die Systematik dahinter. Wir sehen, es gibt sehr viel zu tun. Ich glaube, wir haben mit dieser Ariadne-Studie und auch mit den Arbeiten von CDR Terra da eine gute Grundlage, auf der wir zumindest national gut weiterarbeiten können. Ich möchte Ihnen, euch für die Beiträge danken und natürlich vor allem auch für Ihr und euer Engagement zu diesem Thema. Es gibt viel zu tun, so wie Anne das vorhin gesagt hat, all hands on deck. Und damit möchte ich uns und Sie jetzt alle in den Nachmittag verabschieden. Vielen, vielen Dank für die Beiträge. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für die vielen, vielen Fragen, die reinkamen über den Chat und für die Fachkenntnisse, die da auch nochmal durchkamen. Herzlichen Dank. Machen Sie es gut. Bis bald.